Deutschland. Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Johannes Kepler, die Planetengesetze. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die Übersicht auch zur Dokumentation. Eine differenzierte Einführung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel zeigt die Biografie von Johannes Kepler und die Entwicklung der Planetengesetze. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Johannes Kepler, die Planetengesetze, zunächst zur Biografie. Johannes Kepler wurde am 27. Dezember 1571 in Weil der Stadt, das ist eine kleine Stadt 30 Kilometer westlich von Stuttgart, geboren und starb am 15. November 1630 in Regensburg mit 58 Jahren. Johannes Kepler war Astronom, Physiker, Mathematiker und Naturphilosoph. Mit seinen Gesetzen zur Himmelsmechanik löste er das mittelalterliche astronomische Weltbild ab und stand am Beginn einer wissenschaftlichen Astronomie. Der Großvater von Johannes Kepler hieß Sebald Kepler und war Bürgermeister der Stadt. Sein Vater Heinrich Kepler war Händler. Hier ein Bild von dem Familienhaus der Keplers, das heute ein Museum ist. Es ging der Familie so schlecht, dass der Vater mehrfach die Familie verlassen musste, um im Ausland als Söldner zu dienen. Die Mutter, Katharina, war eine Kräuterfrau und wurde später sogar der Hexerei angeklagt. Als Frühgeburt war Johannes ein schwaches und krankes Kind. Er überstand 1575 eine Pockenerkrankung, die jedoch sein Sehvermögen auf Dauer beeinträchtigte. Johannes Kepler war frühreif und beeindruckte bereits in der Jugend mit mathematischen Fähigkeiten. Die Mutter weckte sein Interesse für Astronomie. Nach Lateinschule und Klosterschule in Adelberg bei Göppingen besuchte er das Gymnasium im Kloster Maulbronn. Von 1589 bis 1591 studierte er Theologie in Tübingen bis zum Magister. Mit 23 Jahren bekam er einen Lehrauftrag für Mathematik an der Evangelischen Stiftsschule in Graz in der Steiermark. 1597 heiratete er in Graz die 23-jährige Barbara Müller, hier im Bild zu sehen, die bereits zweimal verwitwet war. Sie bekamen 5 Kinder, von denen 3 erwachsen wurden. Im Jahre 1600 nahm Kepler eine Stellung als Assistent von Tycho Brahe, gesprochen Tycho Brahe, 1546 bis 1601 am Hof des deutschen Kaisers in Prag an. Tycho Brahe stammte aus dänischem Adel. Er war der Hofmathematiker des Kaisers und der beste und gewissenhafteste Sternenbeobachter seiner Zeit. Tycho Brahe war der letzte große Astronom, der vor der Erfindung des Fernrohres in 1608 von Hans Lippershey, einem deutsch-niederländischen Brillenmacher, alle mit bloßem Auge sichtbaren Sterne kannte. Als Folge seiner Sternenkenntnis war der Beobachtungsschatz von Tycho Brahe reich, seine mathematischen Kenntnisse aber begrenzt. Der hervorragende Mathematiker Kepler ergänzte ihn, konnte jedoch wegen seiner Fehlsichtigkeit nicht präzise beobachten. Die Zusammenarbeit war fruchtbar, wie dieses Denkmal aus Prag suggeriert, aber sie war nicht konfliktfrei, da der Däne herrschsüchtig und jähzornig war. Nach Brahes unerwartetem Tod 1601, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, wurde Kepler Hofmathematiker unter 3 Kaisern. Er war damit zugleich zuständig für die kaiserlichen Horoskope, denn damals waren die Astronomie und die Astrologie noch nicht streng voneinander getrennt. Ein wichtiger Auftrag des Kaisers Rudolfs II. 1552 bis 1612 war,
die sogenannten rudolfinischen Tafeln zu erstellen. Diese Tafeln mit astronomischen Tabellen und zur Vorhersage von Planetenbewegungen waren die genauesten ihrer Zeit und wurden von Johannes Kepler nach akribischer Arbeit erst 1627 veröffentlicht. Sie wurden weltweit geschätzt und noch von Isaac Newton 50 Jahre später für seine Theorien genutzt. 1604 beobachtete Kepler, wie andere Astronomen auch, eine Supernova, später Keplers Stern genannt. Das Auftauchen eines neuen Sternes widerlegte die bisherige Meinung, das Fixsterngewölbe sei ewig und unabänderlich. Das ist das Buch von Johannes Kepler von 1604, in dem er über den neuen Stern berichtet und ihn lokalisiert. Hier ist nochmal ein Ausschnitt aus diesem Buch, wo Kepler mit einem N, also für Stella Nova, den neuen Stern am Fuß des Schlangenträgers bezeichnet hat, ein wenig auffälliges Sternbild. Immerhin war dies für 400 Jahre die letzte Supernova, die wir Menschen in unserer Milchstraße beobachtet haben. Erst jetzt kommen durch die neuen Weltraumteleskope aktuelle Supernovae dazu. Und das ist übrig geblieben von Keplers Stern, von der Supernova von 1604. Eine immer noch sich rasch ausbreitende, heiße Gas- und Staubwolke mit Anteilen von sichtbarem Lichtgelb, heißer Wärmestrahlung im infraroten Bereich rot und energiereichen Röntgenstrahlen blau und grün. Den Venustransit für das Jahr 1631 berechnete Johannes Kepler zum ersten Mal richtig voraus. Nachfolgeastronomen beobachteten dann das Ereignis nach seinem Tod. Hier ist ein anderer Transit, also der Vorbeizug der Venus vor unserer Sonne, zu sehen aus unseren Tagen. Zwanzig Jahre arbeitete Kepler an dem Schatz der umfangreichen Beobachtungsdaten von Tycho Brahe. Er wollte eine kosmologische Theorie erstellen. Anders als der Däne war Johannes Kepler bereits Anhänger des kopernikanischen heliozentrischen Weltbildes. Die Bahnunregelmäßigkeiten der Planeten konnte er schließlich mit Tycho Brahes Beobachtungsdaten und eigener langer Suche, besonders mit der Bahnbeobachtung des Mars, hier im Bild zu sehen, von der Erde aus betrachtet mit den merkwürdigen Schleifen. Er konnte sie also erklären, indem er die Bahn nicht kreisförmig, sondern als Ellipsen beschrieb. So verwirrend kann es sein. Die sehr genau erhobenen Bahnbeobachtungen des Mars durch Tycho Brahe und Johannes Kepler zeigen die verwirrenden Schleifen und Epizyklen, also Kreise auf den Kreisen, Schleifen, die sogar rückwärts gewandt sind, um zu erklären, wie der Mars läuft, wenn man ihn von der Erde her betrachtet. Es fehlt eben das kopernikanische heliozentrische Weltbild und Keplers Erklärung der Ellipsenbahnen. In seinem Buch Astronomia Nova von 1609, hier das Titelbild, enthüllte Johannes Kepler dann das erste und zweite seiner Gesetze. 1611 veröffentlichte dieser vielseitige Geist eine Monographie über die Entstehung der Schneeflocke. Alle Schneeflocken sind verschieden und einzigartig, aber alle sind als sechsstrahlige Sterne aufgebaut, hier im Bild schön zu sehen. Dieses schöne, aber eher beiläufige Thema führte weiter zu Gedanken über die natürliche Selbststrukturierung von Kristallen und zu Hypothesen über die maximal mögliche dichteste Packung von Kugeln. Daraus resultierte die berühmte Keplersche Vermutung. Diese war, dass die Kugeln bei pyramidenförmiger Anordnung am dichtesten zu stapeln seien. Das stimmt, es wurde aber erst 1998, fast 400 Jahre später, durch den amerikanischen Mathematiker Thomas Hales, geboren 1958, mit Computersimulationen bestätigt. 1611 erfolgte Keplers Schrift Dioptrice über das Teilgebiet der Optik, das sich mit lichtbrechenden Systemen befasst. Nicht mit Reflexionen an Spiegeln wie das Teilgebiet Katoptrik. Diese Arbeiten führten dann zur Entwicklung des Keplerschen oder astronomischen Fernrohrs, welches das Bild
vergrößert zeigt, aber umgekehrt und seitenverkehrt. Kepler korrespondierte auch mit Galileo Galilei, der aber nur zurückhaltend antwortete. Hier ist der Strahlengang im astronomischen Fernrohr nach Kepler zu sehen. Das Objekt 4 wird zwar vergrößert, 6 abgebildet, aber durch die Betrachtung mit der Lupe, dem Okular, ist es eben umgekehrt und seitenverkehrt, was doch sehr irritiert und der Übung bedarf. Im Jahre 1611 starben sein 6-jähriger Sohn Friedrich an den Pocken und seine Frau Barbara. Von 1612 bis 1626 nahm Kepler die Stelle eines Provinzialmathematikers in Linz an. 1613 heiratete Johannes Kepler erneut, und zwar die österreichische Bürgerstochter Susanne Reutinger. Sie bekamen 6 Kinder, von denen 3 früh starben. 1615 kümmerte sich Kepler intensiv um die Verteidigung seiner Mutter Katharina, welche der Giftmischerei und Hexerei angeklagt war. Hier ein Bild aus dieser dunklen Zeit. Er erreichte 1621 gegen religiöse und juristische Widerstände ihre Freilassung. Sie starb leider bereits 6 Monate später, vermutlich auch an den Folgen der 14-monatigen und unmenschlichen Haft. In Linz gab es zunehmend Probleme. Seine Geldforderungen wurden nicht erfüllt. Johannes Kepler war tief christlich gläubig und Protestant, hatte aber auch Freunde in beiden Konfessionen. In Linz wurde er nun von beiden Seiten bedrängt. Die Familie flüchtete daher 1627 nach Ulm. 1627 fand Kepler in General Albrecht von Wallenstein, hier im Bild, einen neuen Förderer. Er erstellte diesem zuverlässigere Horoskope, allerdings auch mit der Aufforderung zum eigenen aktiven Handeln. Wallensteins Todesjahr 1634 sagte er richtig voraus. Auf dem Reichstag in Regensburg 1630 versuchte Kepler vergeblich, ihm zustehendes Geld einzufordern. Außerdem wurde hier sein Förderer Wallenstein zum ersten Mal entmachtet. Johannes Kepler wurde kurz nach der Ankunft in Regensburg plötzlich fieberhaft schwer krank und starb trotz einiger Bemühungen 1630 im Alter von 58 Jahren. Johannes Kepler nun zu seinem Werk und seiner Wirkung. Hier sind die 3 Keplerschen Planetengesetze kurz im Überblick dargestellt. Das erste Keplersche Gesetz besagt, dass die Planeten sich auf elliptischen Bahnen bewegen und in einem ihrer Brennpunkte die Sonne steht. Das zweite Keplersche Gesetz besagt, dass ein von der Sonne zu Planeten gezogener sogenannter Fahrstrahl in gleichen Zeiten gleich große Flächen überstreicht. Das dritte Keplersche Gesetz von 1618 besagt, dass die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Trabanten um ein gemeinsames Zentrum proportional sind zu den dritten Potenzen der großen Halbachsen ihrer Ellipsenbahnen. Jetzt noch einmal zu den Gesetzen kurz im Einzelnen. Das erste Keplersche Gesetz besagt, dass die Planeten sich auf elliptischen Bahnen bewegen, hier im Bild zu sehen, und in einem der Brennpunkte dieser Bahnen die Sonne steht. Die Planeten laufen auf ihrer Bahn mit veränderlichen Geschwindigkeiten. Anmerkung: Eine Kreisbahn ist die Sonderform einer Ellipsenbahn, wobei die beiden Brennpunkte im Kreismittelpunkt zusammenfallen. Das zweite Keplersche Gesetz besagt, dass ein von der Sonne zu den Planeten gezogener Fahrstrahl in gleichen Zeiten gleich große Flächen überstreicht. Das bedeutet aber, dass sich die Planeten in Sonnennähe im Perihel schneller auf ihrer Bahn bewegen und in Sonnenferne im Aphel langsamer. Das dritte Keplersche Gesetz ist komplizierter. Die ersten beiden hat Johannes Kepler 1609 entwickelt und dieses 1618 später. Dieses dritte Gesetz besagt, dass die Quadrate der Umlaufzeiten t zweier Trabanten um ein gemeinsames Zentrum, hier als Animation im Bild, proportional sind zu den dritten Potenzen der großen Halbachsen d ihrer Ellipsenbahnen. Der Quotient t zum Quadrat durch d hoch 3 ist somit für alle Planeten gleich.
Dieser Quotient ist für die Erde 1, da die Umlaufzeit ein Erdenjahr beträgt und die große Halbachse eine astronomische Einheit. Hier noch ein etwas anderes, ein verwirrendes, ein logarithmisches Diagramm zum dritten Keplerschen Gesetz, das die Umlaufzeiten der Himmelskörper in Relation setzt zu den großen Halbachsen ihrer Umlaufbahnen. Dabei sind auch die sechs damals bekannten Planeten aufgeführt, mit denen bereits Kepler gearbeitet hat. Mit seinem Werk Dioptrice von 1611 legte Johannes Kepler die Grundlage für die Optik als exakte Wissenschaft. Hier im Bild ist er bei optischen Versuchen zu sehen. Er beschrieb als erster, dass nicht vom Auge ein Lichtkegel ausgeht, sondern dass von den beobachteten Gegenständen Strahlen in alle Richtungen ausgehen und einige davon durch die Pupille auch das Augeninnere erreichen. Weiterhin war das logarithmische Rechnen erst kurz zuvor eingeführt worden. Kepler entwarf ebenfalls 1611 neue und bessere Logarithmentafeln. Diese bewährten sich unter anderem in der Astronomie. Nebenbei erfand Johannes Kepler auf Anregung eines Bergwerksbesitzers eine ventillose und daher nahezu wartungsfreie Zahnradpumpe hier im Bild, die heute noch zum Beispiel in Automotoren als Ölpumpe eingebaut wird. Johannes Kepler versuchte, eine kosmologische Erklärung für die Gestirne zu finden und eine allgemeine Harmonie des Schöpfers in der Tradition der Gedanken von Pythagoras mathematisch zu begründen. Als Astrologe war er überzeugt, dass die Himmelskörper das Wetter beeinflussen können, aber auch den Menschen. Sein Motiv war, Priester am Buch der Natur zu sein. Als Hintergrundbild möge hier dienen eine Zeichnung von Kepler selbst, die besonders harmonisch versucht, unser Sonnensystem darzustellen mit den damals bekannten Planeten. Interessant ist die äußere Schale, die er den Fixsternen reserviert, als eine Kugel aus Fixsternen, eine Sphaera Stellarum Fixarum. 1609 stellte Kepler bereits richtig fest, dass der Mond durch eine unbekannte Kraft das Wasser der Ozeane anzöge. Er führte die Planetenbewegungen auf eine Kraft zurück, die dem damals bekannten Magnetismus ähnelt und von der Sonne ausgehe. Sie wirke in die Ferne mit abnehmender Stärke. Er nannte sie Anima Motrix, also die Seele des Bewegers. Kepler war dicht dran. Die von den Massen ausgehende Gravitation oder Schwerkraft als Ursache kannte man noch nicht. Hier im Bild eine schöne Animation des ZDF dazu. Die Schwerkraft lässt sich als eine Krümmung des Raums beschreiben. Zur Veranschaulichung wird das Weltall als ein flaches Raster dargestellt. Erde, Mond und Sonne dellen dieses Raster aufgrund ihrer Masse ein. Alle Himmelskörper müssen sich dann entlang der Vertiefungen bewegen. Ihre Fliehkraft wirkt jedoch dagegen. So erklären sich die Bahnen der Planeten. Die Schwerkraft wurde erst von dem genialen englischen Physiker und Astronomen Isaac Newton 1642 bis 1726 in seinem Gravitationsgesetz von 1687 als treibende Kraft erkannt und damit die klassische Mechanik begründet. Newton selber stützte sich intensiv auf Keplers Werke, insbesondere auf die akribisch erarbeiteten rudolfinischen Tafeln. Hier ein Eindruck davon. Zu seinen Ehren wurde 1975 die Universität von Linz, wo er lange lebte, in Johannes-Kepler-Universität umbenannt. Zahlreiche Sternwarten und vieles weitere ist nach ihm benannt. Ein Asteroid und ein hervorstechender Mondkrater mit einem hellen Strahlensystem hier im Bild tragen seinen Namen. Das zweite Transportmodul der ESA zur ISS wurde nach Kepler benannt. Hier sehen wir es im Anflug auf die Raumstation. Es wird in Kürze andocken. Das NASA-Weltraumteleskop Kepler arbeitete von 2009 bis 2018 erfolgreich und entdeckte mit seinem Photometer die unglaubliche Zahl von 2662 Exoplaneten,
die jetzt alle Keplers Namen tragen. Erstaunlich viele von diesen kreisen in einer habitablen Zone und sind erdähnlich. Hier einige Darstellungen davon. Auch dieser Planet ist einer von vielen, der durch das Weltraumteleskop Kepler nachgewiesen wurde. Er umkreist seinen Stern Kepler 442 im Sternbild Leier und ist etwas größer als die Erde, scheint aber sonst sehr erdähnliche Bedingungen zu bieten. Natürlich ist das hier eine schöne künstlerische Darstellung des Planeten, aber die Grunddaten stimmen und er ist keine Fiktion. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Diese bunte Mischung aus Neugier und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die sich wie Johannes Kepler genial und kreativ gezeigt haben und entscheidende Beiträge zur Wissenschaft geleistet haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi.